Kann ich mir da Nachhilfe geben? Meine Bio-Prüfung? Du kannst mir da Nachhilfe geben? Ich kann dich da total drin unterstützen. Ich habe aber auch noch eine FKK-Sportprüfung zu zweit. Genau. Findet in ungefähr 1,5 Sekunden statt. Weißt du was? Ab in die Sparte! Sorry. Ey, tut mir leid. Ich wusste, ich hab mich... Wieso schießt du mich ab? Chiara, ganz kurz. Also, wenn du magst. Ich meine, wir haben gerade voll die Energiekrise und so, Wasser sparen und so. Also, wenn du willst, wir können gern zu zweit duschen und uns gegenseitig abschamponieren. Das funktioniert dann vielleicht mit dem Rücken auch besser. Also, okay, weißt du was? Hör mir zu. Ja. Es reicht mir mit dir. Ich habe keinen Bock mehr, dass du mich die ganze Zeit irgendwie anmachst. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du und ich nur Mitbewohner sind und dass wir nichts miteinander haben werden? Niemals, okay? Niemals würden du und ich irgendwie im Bett landen oder irgendwas anderes würde sich daraus entwickeln. Gar nicht, okay? Und außerdem finde ich es frech und respektlos, dass du hier vor mir stehst und dich nicht mal schämst, dass du nicht mal was anhast. Ja, und was war das überhaupt für eine scheiß Anmache schon wieder? Lass es sein, okay? Ja. Also, tut mir leid, Chiara. Ich hab mich dann wahrscheinlich... Also, ich hab wahrscheinlich dann auch alles ein bisschen falsch verstanden, so. Ich hab gar keine Signale gesendet, wo du irgendwas hättest falsch verstehen können, okay? Okay. Ja. Nee, ich wollte nur einen Energietipp loswerden. Das tut mir brutal leid. Es kommt jetzt nicht auf einmal mehr. Kennst du dich mit Energie Nein, aus? Nein, es kommt das nicht mehr vor, Chiara. Das verspreche ich dir. Ich werde nicht mehr so dir gegenüber treten. Ja. Es tut mir leid. Wir sind Mitbewohner, ausschließlich Mitbewohner. Schön, dass du das verstanden hast. Das war cool. Der Lehrgang ja. War hilfreich. Ja, danke schön. Ja. Tut mir leid. Ja. Gut. Darf ich dann jetzt duschen? Habe ich doch gesagt, dass du duschen gehen sollst, aber alleine. Ja, mein, also, aber zu. Ja! Und nächstes Mal schießt du vielleicht ab. Hier steht bitte abschließen. Halt dich dran. Ja. Mir lässt Maltes Flirt echt keine Ruhe. Ich denke die ganze Zeit an diesen Moment und seine Worte und sein Lächeln und sein Körper. Hast du eigentlich vor, heute Abend dabei zu sein? Natürlich habe ich vor, heute Abend dabei zu sein. Und hast du auch vor, heute Abend dabei zu sein? Natürlich hat sie vor, heute Abend dabei zu sein. Nee, bei was denn? Wir wollen rausgehen, Party machen und wenn du willst, kannst also du Malte ehrlich, mitbringen. Zum frischen Luft schnappen. Was? Also wenn du willst, kannst du Malte auch für dich alleine haben. Ich will Malte gar nicht haben. Weder in meiner Nähe noch, ich habe gar kein Interesse daran, okay? Und ich habe auch nicht mit ihm geschlafen, Sina. Also hör jetzt auf Gerüchte in die Welt zu setzen. Hat doch überhaupt niemand gesagt, Jara, das wäre auch ein bisschen eklig. Er gehört zu meiner Familie. Das will ich mir nicht vorstellen. Ja, intim im Team ist doch besser, wenn es unter Leuten... Nee, also an sich nee, ist eh nur nee. Spaß, ne? Also, ja. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ich bin ja. Noch müde. Ja. Was ist los mit dir? Keine Ahnung, aber okay. Das Ding ist, ich bin auch total überfordert. Ich glaube, ich bin einfach überarbeitet, weil Paula bringt mir so viel bei und das ist einfach zu viel für meinen Kopf. Ich glaube, das ist das Problem. Aber hattest du ich lerne halt auch viel, deswegen ist es auch wieder okay. Hattest du nicht die letzten Wochen super viel frei? Nein. Nein? Ich doch nicht. Sina, wie kommst du darauf? Ich habe nicht frei gehabt. Deine Chefin ist meine Ziehmutter. Ich habe nicht frei gehabt. Ich war total viel beschäftigt. Außerdem habe ich auch Berufsschule. Und da lerne ich auch. Und okay. Außerdem bereite ich mich sogar privat auf meinen Beruf vor. Und, wow. So. Und ich übe ja Schneiden auch an Perücken und so. Alter, Chiara, jetzt, ne? Wusa, ganz ruhig. Ich will was? Nicht, dass in meine Arbeit runterredet. Haben wir nicht runtergeredet? Okay. Okay. Ja, dann cool. Dann kann ich euch ja allen die Haare schneiden, wa? Ja. Jetzt. Ja, erstmal kommst du heute so, Abend damals mit. Versprochen komm, hast. Jetzt was ich mit Stähnchen machen? Ja? Schnauze, hört ihr mir überhaupt okay, zu? Okay, ja, ich komm mit. Alter, okay, ich komm filmen, mit, ich komm mit, ich komm mit. Gut. Nice! Ja. Ich bring Wodka und warte mit. Ja, und dann gehen wir zu irgendeinem Späti oder so. Ja, finde ich cool, finde ich auch super. Mit einem hat Linja recht. Ich muss wirklich auf andere Gedanken kommen. Aber was Malte betrifft, das ist aber halt einfach schwierig, wenn er jetzt auch noch mitkommt. Oder ich hau einfach so schnell wie möglich ab und sag, mir geht's schlecht oder so. Oh, nicht erschrecken, ich habe kalte Hände. Mit der Farbe würde ich das so lassen, definitiv. Alles strahlt hier wunderschön aus. Ich brauche einfach eine kleine Döschen. Geht das? Ja. Perfekt. Super. Chiara, eine Schnitte Kaffee? Ja. Freien Tag? Mhm.
Wie? Also erstmal schmeckt der Kaffee nicht, aber danke für deine Mühe. Nein, ich bin hier, weil ich keine Lust auf zu Hause habe. Mich nerven die Leute und mir fällt irgendwie alles auf den Kopf. Und deswegen dachte ich, ich verbringe hier ein bisschen meine Zeit. Aber wenn ich euch störe, dann kann ich auch gehen, ne, Paula? Quatsch. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn du deine freie Zeit hier mit Kaffee trinken verbringen willst. Gar kein Problem. Okay. Und bist schon vorbereitet für deine Prüfung morgen? Aufgeregt auch? Chiara? Ja? Ja? Klar bin ich vorbereitet. Ich habe mir das doch sogar eingetragen. Morgen ist die Klausur. Ich bin schon echt aufgeregt. Ja? Morgen ist sie, ja. Da steht's, ja. Was für eine Klausur ist denn? Das Thema ist betriebliche Arbeit im Hinblick auf Gesundheits- und Umweltschutz. Ja. Also, wenn ich mich da erinnere, also mit dem Prüfer und so weiter. Gut, dass ich das hinter mir habe. Das kann ich schon so sagen. Sam. Ja, wegen dem Prüfer. Ansonsten. Ja, du hast ja einen anderen Prüfer, sind ja auch ein bisschen älter als. Schaffst du, schaffst ja, du. Ja, vielleicht sind die Dinge jetzt auch ein bisschen anders, ne? Ja, so. Schaffst du schon. Mhm. Und, ja. Aber ist das schwer? Würdet ihr sagen, das ist schwer oder schaffe ich das easy? Also, das Thema ist wichtig. Man sollte sich gut darauf vorbereitet haben, aber das hast du ja sicherlich, wie du gesagt klar, hast. Ja. Also von daher sehe ich kein Problem. Und morgen halt Empathie mit dem Prüfer auf, dann klappt das besser. Okay, cool. Wohin willst du jetzt? Ein Oberteil mir kaufen, habe ich gesehen vorhin und das wollte ich jetzt holen, bevor, ja, bevor die zumachen. Du hast den Kaffee noch nicht mal ausgetrunken? Nee, ich komme gleich wieder und dann vielleicht, also ich schreibe dir dann, wenn ich dir, je nachdem wie der Tag sich noch entwickelt. Ah, okay. Ja, okay, cool. Alles danke, klar. Paula. Mhm. Boah, fuck, die Klausur. Ich habe die echt komplett vergessen wegen dem ganzen Stress mit Malte und so. Obwohl ich mir extra dafür eigentlich freigenommen habe, damit ich hardcore dafür lernen kann. Hallo. Oh. Das wischst du auf? Mhm. Auf jeden Fall. Aber kannst du vielleicht ein bisschen leiser sein? Weil ich lerne hier gerade, ich muss mich hoch konzentrieren, okay? Und du? Tut mir leid. Ich gönne dir von Herzen, dass du feiern gehen kannst, aber ich muss hier richtig Business machen. Die Wäsche. Ja, das du. Ist nicht die Wäsche. Mach mal. Ist doof gelaufen. Tut mir echt leid für dich. Aber irgendwie auch ein bisschen selber schuld, ne? Wenn man es vergisst. Wow, danke. Also, sorry, war jetzt nicht böse gemeint. Ich hätte mich gefreut, wenn du dabei bist, aber nicht, dann nicht. Kommst du klar? Ja. Na? Voll gut. Ich bin, das ist ein Thema, da bin ich richtig gut drin. Ja, das ist doch schön. Weil auch, ja, kriegst du es hin, hm? Schaffst du schon. Ja. Ich glaube an dich. Willst du mich abfragen? Damit ich das nochmal verinnerlichen kann. Das wäre doch ganz cool. Dann kannst du, weißt du? Du, ist schon. Lernst du auch was? Ja, du, aber die anderen warten auch so bald auf mich so und ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen. Wenn du sagst, du schaffst es, hast du ja, dann schaffst du es. Deswegen, nächstes Mal vielleicht. Hey, na? Hallo. Wie kommst du zurecht? Gut, ich bin voll drin. Bist du dir sicher? Mhm. Und was machst du? Du wolltest doch eigentlich feiern und du hast doch deine Probearbeiten und so. Ja, aber ich kann nicht in Ruhe feiern gehen, während du hier alleine sitzt und wahrscheinlich gar nicht klarkommst, oder? Komm, sei ehrlich, du hast noch gar nicht gelernt, oder? Ich hab's voll im Griff und ich brauch gar nicht Hilfe. Gar keine Hilfe? Nee. Ja, kein Problem, dann habe ich 2 Bier und eine ganze Pizza statt 1 Bier und eine halbe. Okay, okay, oder? Ich brauche mentale Unterstützung. Überredet. Und die Wahrheit ist, ich habe mich auf mein fotografisches Gedächtnis verlassen und habe vergessen, dass die Klausur ist, weil ich doch so ein tolles Gedächtnis habe. Wir schaffen das alles. Ich muss auch erst später Matrix arbeiten. Ich habe jetzt auf jeden Fall Zeit. Wir können ganz entspannten Nährstoffe zu uns nehmen. Was weißt du über Haare? Überhaupt gar nichts, weil ich habe keine. Also wenig. Okay, also fragst du mich ab? Ja. Prost. Je nachdem, wie ich dir halt helfen kann. Ich glaube, so helfe ich dir am besten. Okay, hier, Vokabeln. Hab mir die noch nicht angeguckt, aber hau raus, ich kann das. Okay. Vom Gefühl her einfach. Zink. Wie wirkt Zink?
Es ist ein Vitamin. Und was ist ein Zinken? Im Berlinerischen Nase genannt. Ich hätte jetzt auch Nase. Der erste Punkt, den wir ganz wichtig besprechen müssen. Hast du Lust auf einen Shot? Was? Ja, aber ich muss auch noch. Hat Spaß, ich will ein guter Einfluss sein. Ich habe gleich einen Mental Breakdown. Okay, was ist Melanin? Das ist für die Augen, damit die blau werden. Hä? Die in... Farbpigmente. Ach so, ja. Ist richtig? Ist richtig. Okay. Okay, frag mich die Haarstrukturen, die weiß ich. Okay. Okay. Ich frage genau das, was du weißt. Okay. Okay. Damit ich auch was lerne. Haarstruktur 2C. Lockig? Hey, na? Hallo. Wie kommst du zurecht? Gut, ich bin voll drin. Bist du dir sicher? Mhm. Und was machst du? Du wolltest doch eigentlich feiern und du hast doch deine Probearbeiten und so. Ja, aber ich kann nicht in Ruhe feiern gehen, während du hier alleine sitzt und wahrscheinlich gar nicht klarkommst, oder? Komm, sei ehrlich, du hast noch gar nicht gelernt, oder? Ich hab's voll im Griff und ich brauch gar nicht Hilfe. Gar keine Hilfe? Nee. Ja, kein Problem, dann habe ich 2 Bier und eine ganze Pizza statt 1 Bier und eine halbe. Okay, okay, oder? Ich brauche mentale Unterstützung. Überredet. Und die Wahrheit ist, ich habe mich auf mein fotografisches Gedächtnis verlassen und habe vergessen, dass die Klausur ist, weil ich doch so ein tolles Gedächtnis habe. Wir schaffen das alles. Ich muss auch erst später Matrix arbeiten. Ich habe jetzt auf jeden Fall Zeit. Wir können ganz entspannt Nährstoffe zu uns nehmen. Was weißt du über Haare? Überhaupt gar nichts, weil ich habe keine. Also wenig. Okay, also fragst du mich ab? Ja. Prost. Je nachdem, wie ich dir halt helfen kann. Ich glaube, so helfe ich dir am besten. Okay, hier, Vokabeln. Hab mir die noch nicht angeguckt, aber hau raus, ich kann das. Okay. Vom Gefühl her einfach. Zink. Wie wirkt Zink? Es ist ein Vitamin. Und was ist ein Zinken? Im Berlinerischen Nase genannt. Ich hätte jetzt auch Nase. Der erste Punkt, den wir ganz wichtig besprechen müssen. Hast du Lust auf einen Shot? Was? Ja, aber ich muss auch noch. Hat Spaß, ich will ein guter Einfluss sein. Ich habe gleich einen Mental Breakdown. Okay, was ist Melanin? Das ist für die Augen, damit die blau werden. Hä? Die in... Farbpigmente. Ach so, ja. Ist richtig? Ist richtig. Okay. Okay, frag mich die Haarstrukturen, die weiß ich. Okay. Okay. Ich frage genau das, was du weißt. Okay. Okay. Damit ich auch was lerne. Haarstruktur 2C. Lockig? Rekrut, das war schon mal richtig. Ja, Mayo. Kommen wir zur letzten Frage. Ja. Wie müssen Haarfarben umweltschonend eingesetzt und entsorgt werden? Eine genaue Menge zubereiten, sauber arbeiten und den Rest gesondert entsorgen. Was? Malte. Komplett richtig! Falsch. Sehr gut! Sehr okay. Gut, du hast es geschafft, alle Fragen richtig, endlich! Ey, wir haben den ganzen Scheiß durch. Die ganze Definition, die ganzen Fragen und wir haben es einfach geschafft. Geil! Das ist in der Zeit, Mann. Ja! Du kannst stolz auf dich sein. Bin ich. Geil, boah, echt. Schön. Oh, ich hätte das ohne deine Hilfe niemals geschafft. Wirklich, wenn du nicht hier wiedergekommen wärst, um mich zu unterstützen, hätte ich hier gesessen und richtig heftig geheult. Wie soll ich denn weggehen, wenn ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, dass du hier alleine sitzt und büffelst und wahrscheinlich gar nicht klarkommst? Und zu zweit funktioniert es eh viel besser. Wozu sind denn WG-Mitbewohner da? Ja, das stimmt. In diesem Sinne, Arbeitsvorbereitung. Was ist denn mit deiner Prüfung morgen? Meine Prüfung? Deine Bioprüfung. Ich kann Ach so. Dir da Nachhilfe geben. Meine Bioprüfung? Mhm. Du kannst mir da Nachhilfe geben? Ich kann dich da total drin unterstützen. Ich habe aber auch noch eine FKK-Sportprüfung zu zweit. Genau. Findet in ungefähr 1,5 Sekunden statt. Weißt du was? Ab in die Sparte! Ich habe mich in Schmitty verliebt.
ist doch super, ist doch großartig. Ich hab gesagt, ihr passt zusammen. Geh zu deinem Boy und mach ihn dir klar. Ich muss ihm einfach sagen, was ich fühle. Was machst du denn hier? Ich wollte, also... Was ist eine schönere Pause als eine kleine Sexüberraschung so zwischendurch? Überraschung! Frau Türhenner hat dich gebucht heute. Außer Haustermin? Okay. Ja, außer Haustermin. Oh, Tami kommt auch mit. Überraschung. Du stehst auf Machos. Weißt du, Sammy, auf was für Typen ich stehe? Auf Männer, die bodenständig sind und erwachsen vor allen Dingen. Dann werde ich jetzt mal bodenständig und erwachsen.